Was denn? Sag ruhig. Die Kamerafrau muss sagen, läuft. Sonst stehe ich eine Stunde. Okay. Läuft, ja? Läuft? Ah ja, okay. Läuft? Läuft noch? Okay. Okay, also dann fange ich jetzt auch immer an zu reden und frage nicht mehr. Okay. Wie ist denn so die Maschine, das erste Mal damit zu filmen? Sind noch keine Freunde, ne? Ihr seid noch, keine Kumpels. Naja. Ist natürlich. Ja. Ist natürlich jetzt auch fies. Ich habe ihr das Ding in die Hand gedrückt. Ich habe gesagt, wir müssen das Video für die tolle Veranstaltung machen. Schreibt mal drunter, wie es euch gefallen hat. Motiviert sie mal ein bisschen, ob das okay war. Ja, was das soll, ihr Lieben, das seht ihr gleich noch. Und ja, willkommen zurück, willkommen zum aktuellen Video, einem sehr besonderen Video. Während ihr das jetzt hier bei YouTube gerade als neu empfindet, gibt es schon eine ganze Reihe Leute, die dieses Video jetzt schon gesehen haben, denn es wird exklusiv erstellt für das Photo Friends Event von Michael Ziegern. Und da haben wir dieses Video, und da wird dieses Video, jetzt muss ich mal gucken, was ich sage, exklusiv präsentiert. Alle, die wir da sind, präsentieren heute ein exklusives Video und die Veröffentlichung über YouTube kam dann etwas später. Ja, mein Video, unser Video, sage ich mal bewusst, soll um das Thema gehen, wirklich Trainingsplätze für Fotografie mal im Allgemeinen, nicht so sehr auf Streetfotografie halt jetzt bezogen, denn wir kommen jetzt ja in eine Jahreszeit, wo ich kann mich noch gut die letzten Jahre daran erinnern, wo viele mich angeschrieben haben, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich wohne nicht in einer großen Metropole hinher. Ja, super, jetzt muss ich wieder aufs Frühjahr warten. Nee, ganz im Gegenteil. Und darum soll es heute gehen. Und natürlich ist man immer bestrebt, besondere Bilder zu machen und in besonderen Städten unterwegs zu sein. Man träumt von New York, von London, von Metropolen und ich bin aber der Meinung, es ist viel wichtiger, dass du mal in deiner Stadt, in deinem, vielleicht ja auch so wie ich, in einer kleinen Stadt, in einem Dorf, kann man viele, viele Dinge machen. Man kann dort trainieren. Und viele der Bilder, die ich ja parallel gerade zeige, die habe ich halt gemacht und musste nicht groß drüber nachdenken, wie mache ich die, wie stelle ich meine Kamera ein. Wie funktioniert das Ganze? Sondern das habe ich woanders trainiert. Wenn ich halt in Metropolen bin, in tollen Städten bin, teilweise ja auch, wenn ich einen Workshop gebe oder gegeben habe mit vielen, vielen Teilnehmern, dann muss ich in der Lage sein, aus dem Nix sofort ein Ergebnis zu produzieren, was ich zeigen kann. Und da kann ich nicht drüber nachdenken, wie stelle ich meine Kamera ein, wie mache ich das, wie könnte das sein? Und das hat mir halt geholfen und das mache ich heute auch noch so. Und das habe ich auch gerade die vergangenen Wochen viel gemacht. Ich gehe dann halt durch meine kleine Stadt oder auch in meinem kleinen Dorf oder wie auch immer, wo du vielleicht wohnst und trainiere dort. Und dort schaffe ich mir die Technik drauf, die ich dann, wenn ich mal wieder in irgendeiner besonderen Stadt bin, an irgendeinem sehr besonderen Ort bin oder einfach auch nur schnell reagieren muss, da schaffe ich mir hier die Fähigkeiten drauf und wie das zum Beispiel sein kann, ich denke mal, einige Bilder erkennst du vielleicht auch wieder, möchten wir dir bewusst, denn du hast ja schon gesehen, wir waren zu zweit unterwegs, einfach mal ein paar Beispiele geben, wie wir das hier so machen können. Also, ich sage jetzt einfach mal Film ab, viel Spaß. Okay, ihr habt in jedem Ort, auch wenn euch mal so gar nichts mehr einfällt, ihr habt immer eine Tankstelle. Also teilweise ja wirklich noch die kleinsten Dörfer haben Tankstellen. Und auch wenn das am Tag vielleicht langweilig aussieht, wir kommen gerade hier an einer von uns vorbei, war ich hier auch jetzt mal abends und habe einfach Detailshots gemacht. Weil Tankstellen haben natürlich den Vorteil,
dass sie immer, immer beleuchtet sind. Und ich blende euch einfach jetzt hier mal zwei Bilder davon ein. Hanging round after last orders. Still so far from home. Hinter mir seht ihr ein Beispiel, haben wir auch fast in jeder Stadt. Ihr seht dieses Treppenhaus hinter mir. Das ist jetzt, weil die Sonne natürlich von da kommt, auch am Tag vielleicht ein ganz gutes Motiv. Aber gerade abends, und wir kommen ja jetzt in die Zeit, dass um 17 Uhr ist es dunkel und meistens haben Geschäfte, das ist ein Ärztehaus in dem Beispiel, haben ja bis 18 Uhr auf. Und auch da haben wir, ich zeige euch jetzt erstmal das Bild, wie ich es jetzt hier mache, super langweilig. Aber was man abends daraus machen kann, blende ich euch hier mit ein. As a fire burns a cold world, as the days keep rolling on, we're living in hell again. Wir klappern also jetzt einfach mal so ein paar Locations ab, die ich euch jetzt so am Tag zeige, wo ich glaube, dass ihr die auch in eurer Stadt habt, die ganz easy sind. Und warum es sich wirklich lohnt, da mal abends lang zu gehen, vielleicht auch mal mit Filtern zu arbeiten und so weiter. Und die dann nachher so aussehen, dass es gar nicht erkennbar ist, dass es eine kleine Stadt ist, ein kleines Dorf ist, wie auch immer. Also ich habe mal ein Video gemacht, das hieß, es geht überall. Und darum soll es auch gehen. Also wir nehmen euch jetzt einfach mal mit an ein paar Stellen hier, um das zu zeigen. Und ihr seht dann auch immer die Ergebnisse, die ich hier mal geschossen habe. Kirchen habt ihr auch immer in eurem Ort. Jeder Ort hat eine Kirche. Und unabhängig davon kann man jetzt ja hier ganz schön sehen, dass es natürlich am Tag immer ein gutes Trainingsgelände ist. Geht es mir aber um was anderes. Wir gehen mal in die Richtung. Und du kannst jetzt schon sehen, da oben, wie sehen denn bei euch so die Lampen aus? Also entscheidend, auch gerade für abends, Lampen. Und in vielen Städten, ich nehme jetzt mal Nürnberg, hat man ja diese komplett offenen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass die ja diesen Schirm oben haben. Klar haben die meisten. Und ich weiß schon, wie das Licht fällt, letztendlich. Und wenn wir jetzt mal um die Ecke gehen, ich mache das Foto auch hier wieder, um zu sehen, jetzt haben wir hier keine Sonne, wir haben kein Licht. Hier fällt eh immer total selten Licht. Und ich mache mal das Foto von hier. Okay. Und das Ganze noch im Winter. Und ich zeige dir jetzt mal, was dabei rausgekommen ist. Und auch da kann man schon mal so ein bisschen die Idee bekommen, gerade was so Straßenecken angeht, was Lampen angeht, was die bewirken können. Hier das Bild. Also ihr habt auch in jedem Laden, in jeder Stadt mittlerweile, was ihr drüben seht, irgendwelche Pizzaläden, irgendwelche Fastfood-Läden. Und da kann man zum Beispiel auch mal abends lang gehen und so ein bisschen Reflexionen halt probieren. Das, was man ja kennt, so von Sauleiter, gerade wenn es geregnet hat, irgendwelche Tropfen, irgendwelche Farben. Und das gibt es in jeder Ecke. Kann man auch machen, habe ich auch mal ein paar Bilder. Beispielhaft, kannst du gerne mal gucken. Also hier zum Beispiel ist so eine Straße, da bin ich mal mit so einem Black Mist Filter rumgelaufen. Den kennt ihr ja alle. Und wenn ihr mal da drüben guckt, dieses Kaiser, ist ja schon eine sehr coole Leuchtschrift. Und ich mache jetzt mal das Foto gleich. Und wie das regulär aussieht, am Tag natürlich total langweilig. Und abends an sich schon ganz schön, aber wenn man es dann halt auch noch mit so einem Filter macht,
also das normale Bild. Und ich zeige jetzt mal ein paar Bilder, die ich einfach hier geschossen habe, abends, wo nichts los war, mit diesem Filter drauf. Okay, jetzt einmal ein gutes Beispiel. Wenn du dich bitte mal drehst, siehst du ja jetzt, wo, ihr seht jetzt, wo das Licht herkommt. Also letztendlich ja voll in die Straße rein. Entscheidend ist aber, ich gehe mal rüber, der Bereich hier, weil Sonne wandert natürlich. Und hier drüben steht ja jetzt eine rote Bank. Und die ist halt momentan natürlich komplett im Schatten. So. Das ist jetzt, weiß Gott, kein spannendes Foto. Ich kann es mal regulär machen. Blendet euch das mal ein. Und wenn die Sonne aber wandert, und das war mal spät Nachmittag so, da hatten wir hier genau einen Lichtkegel drin. Und dann kommt so ein Bild raus, was ich euch jetzt einblende. Und auch da, die Szene eigentlich total langweilig, total unsagbar so. Aber mit dem richtigen Licht natürlich dann schon ein Kracher. Und auch dieses Bild könnte wieder überall aufgenommen sein. So, wir kommen jetzt zum Haus. Auch mal so als Tipp, habt ihr auch überall das Haus hier an der Ecke. Und das ist auch so ein Trainingsschauplatz gewesen. Ich zeige euch gleich mal ein Bild. Ich kenne die Dame, die da drin gewohnt hat. Und man sieht schon an den Strukturen von dem Haus, dass das ja auch von der Farbe schon ganz schön ist. Ich zeige auch beide Bilder. Und natürlich auch in Schwarz-Weiß. Und die schaut da halt da raus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin wieder mal in London, Italien und Rom. Auch ein Trainingsschauplatz, vorbeilaufen, die Kamera kennen und verstehen, die richtige Einstellung benutzen. Und dann halt gucken, dass das Bild natürlich funktioniert. Weil, wie gesagt, das Bild könnte ja jetzt auch gerade überall sein. Also ich blende euch die Endergebnisse jetzt mal ein. So, auf der linken Seite hier drüben seht ihr Schaufenster, kleine Läden. Ja, und wir gehen mal ein Stück in die Richtung. Das war mal so ein Zufallsbild. Hätte ich am Tag hier alles niemals fotografiert. Und das war, glaube ich, auch im Winter, 16, 17 Uhr, es war dunkel. Und dann waren das jetzt, das war so die Umbauphase. Jetzt ist es fertig. Ich fotografiere es gerne mal so. Und abends war das beleuchtet, es war noch keine Schrift dran. Und auch da ist eine Lampe rechts, das war von hinten beleuchtet. Und ich zeige euch das Endergebnis, was dabei rausgekommen ist, jetzt. So, typische Straße. Wenn man das mal sieht, ja, ein bisschen Altbau, weiß Gott, überhaupt nicht spektakulär. Aber auch wieder Beispiel mal mit so einem Filter zu arbeiten. Es war an dem Tag sowieso so ein bisschen, war kurz nach dem Regen, ein bisschen dunstig. Und die Lichter haben sich auf der Straße gespiegelt und ich habe dann mit diesem Mistfilter und auch in Schwarz-Weiß hier fotografiert und man hatte dann auch wieder, wie ich finde, einen schönen Trainingseffekt, um zu gucken, wie stark, was kann ich machen, wie sieht das aus, wie wirkt das. Und das sieht tatsächlich aus wie Bilder aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Und das kann ich natürlich, wenn ich mal wieder in London bin oder nächstes Jahr in Rom oder wo auch immer, wunderbar einsetzen, weil ich es hier trainiert habe. Blende ich euch ein. Thank you.
So. Straßenecke. Straßenecke hat jeder. Und ich zeig das mal. Kamerafrau ist drüben geblieben. Wir haben natürlich jetzt hier nicht das Licht. Ich mach mal regulär das Foto. Aber auch hier natürlich sehr cool, wenn das Licht von der richtigen Seite reinkommt und ich dann letztendlich einen Ausschnitt nehme und kann dann sehr gut auch dieses Thema Silhouetten zum Beispiel mal üben und trainieren. Das heißt Belichtungskorrektur auf -2 und dann halt hat man diese schöne Hintergrundbeleuchtung gerade auch von Haaren oder sonstiges. Hier drüben jetzt, merkt sie nicht. Lässiges Bild. Und genauso, natürlich, ich komme mal wieder rüber, ist sowas hier. Und hier sind wir mal rumgelaufen. Und zwar nach dem Regen. Und solche Straßen hat man ja immer. Und das Schöne ist halt hier rechts diese Strukturen in der Wand. Ich habe eine schöne führende Linie hinten raus. Und da habe ich dann die Kamerafrau halt letztendlich in die Richtung gejagt und dann auf einer Blende 1,4 und das, was du jetzt gleich siehst, dieses Licht, ist einfach nur ein entgegenkommendes Auto. Und dieses entgegenkommende Auto macht halt auch wieder einen Effekt, der total surreal ist, was man nicht feststellen kann. Ich mache das Bild mal regulär. Einmal. So. Und dann siehst du ja jetzt eingeblendet, wie das letztendlich wirkt. Wenn Fahrzeuge entgegenkommen, wenn ich spiegelnde Straßen habe. Und das kannst du in jeder Stadt trainieren. Das ist völlig egal, in jedem Dorf. Jeder hat solche Straßen, um sowas zu machen. Jetzt haben wir natürlich das Privileg hier bei uns, dass wir hier einen mächtigen Dom stehen haben. Der Dom Königs Luther. Und du weißt ja, dass ich sehr gerne in Kirchen fotografiere. Auch wirklich viele meiner Lieblingsbilder in Kirchen entstanden sind. In Städten wie Nürnberg, Dom in Braunschweig zum Beispiel. Und auch da wieder trainiert habe ich hier. Und ich meine, größtenteils sieht eine Kirche mit Bänken und so weiter ja immer ähnlich aus. Das heißt, du kannst das in jeder kleinen Kirche ausprobieren, je nachdem, wie das Licht reinfällt. Wo steht die Sonne? Hat die Kirche große Seitenfenster? Und natürlich auch Gänge. Und die zeige ich euch jetzt mal. Okay, solche Gänge findest du auch eigentlich in größeren Kirchen immer, gerade so in den Nebengängen, wenn man rein darf. Und hier habe ich diverse Bilder mit Säulen gemacht. Also auch, jetzt war hier eine Ausstellung, viele Leute. Und kann man aber auch sehr stimmungsvolle Bilder machen, gut trainieren. Und auch die Fenster rechts bieten sich natürlich an, um auch mal auszuprobieren. Vielleicht auch Porträts auszuprobieren. Da haben wir das ein oder andere gemacht. Da kennst du auch einige Bilder. Und natürlich auch im Innenraum Bänke. Und hier war auch immer mein Trainingsplatz. Und deswegen habe ich zum Beispiel in Nürnberg viele sehr, sehr schöne Bilder halt machen können, weil ich, man muss sich ja auch ein bisschen ruhig verhalten, weil ich halt hier trainiert habe, weil ich wusste, wie funktioniert das. Und ich kann dir nur empfehlen, einfach mal in Kirchen rein, auch wenn du da kein Fan bist. Man hat sehr außergewöhnliches Licht dort und es lohnt sich im Grunde immer dort zu sein. Okay, das war jetzt mal auf die Schnelle einfach mal so ein paar Plätze. Das heißt, so ein paar Plätze, die du hoffentlich auch in deiner Stadt, in deinem Dorf, in deiner Kleinstadt, Großstadt sowieso, gut, da hat man diese Probleme natürlich nicht, halt findest. Und es geht überall. Du kannst überall trainieren, du kannst überall deine Kamera kennenlernen, deine Objektive. Ich will halt keinen neuen Filter auf eine Kamera schrauben und den erst in London probieren, sondern dafür ist das da, um mal auszuprobieren. Alles Weitere sehen wir uns noch mal im Studio.
Ja, du hast gesehen, an welchen Plätzen wir unterwegs waren. Das war ja jetzt alles nichts Weltbewegendes. Und ich bin mir sicher, ich wette mit dir, für alle Anwesenden um ein Getränk hier, dass du genau solche Ecken finden wirst, da, egal wo du wohnst. Und das muss ja jetzt nicht wie bei mir auf Lichtschatten, auf Streetfotografie beschränkt sein. Das kannst du auch mit anderen Sachen machen, Details. Schaff dir eine kleine Doku drauf, eine kleine Reportage. Finde ein Thema, trainier da einfach. Wenn du dann im nächsten Jahr, im Frühjahr, wohl natürlich das schlechte Wetter und der Winter auch eine sehr, sehr interessante Jahreszeit sein können, schaff dir dort einfach mal die Technik drauf und du wirst sehen, wenn du die Augen aufmachst, wenn du wirklich anfängst zu sehen, dass vieles überall möglich ist und zwar auch so möglich ist, dass letztendlich nur du weißt, wo du das Bild gemacht hast. Und das könntest du sonst was drunter schreiben. Also jeder kennt ja wahrscheinlich diese Grafik hier. Und darum geht es ja. Und ein Sportler, ein Musiker, ich weiß es auch noch aus meiner musikalischen Vergangenheit, was habe ich im Übungsraum gesessen und geprobt, geübt, im Studio gesessen, geprobt, geübt. War als Tennisspieler, wie viele Stunden habe ich auf dem Platz gestanden für 6 oder 8 Punktspiele und vielleicht 10 Turniere im Jahr? Also dieses Practice, das ist für uns genauso wichtig. Auszuprobieren, die Kamera kennenzulernen, sage ich auch immer in den Workshops. Wenn wir an verschiedene Spots gehen, in verschiedenen Städten, wo wir waren, dann möchte ich nicht sehen, dass einer noch 5 Minuten an seiner Kamera rumstellt, weil er nicht mehr weiß, was er auf irgendwelche Knöpfe gelegt hat oder was auch immer. Das muss in so einem Moment sitzen. Es geht um das Motiv, es geht um einen bestimmten Augenblick. Und das Training schaffe ich mir woanders drauf. Ich fahre nicht 3 Tage nach London, um da zu trainieren. Da bin ich mit 1600 Bildern wiedergekommen, um die zu machen und nicht um auszuprobieren. Also sei einfach mutig in der Zeit, die jetzt kommt. Sei einfach offen für deine kleine Stadt, dein kleines Dorf. Probier dich aus. Hol dir so einen Filter. Und gerade auch nachts, abends, jeder hat eine Bushaltestelle, eine Tankstelle. Jeder hat irgendwelche vielleicht Unterführungen, einen kleinen Bahnhof, einen kleinen Busbahnhof, eine kleine Einkaufsstraße, wie wir hier auch, wo abends die Geschäfte beleuchtet sind, wo natürlich auch noch alte Straßenlampen sind, die ja ihren ganz besonderen Charme haben. Und das war die Idee, dir da so ein bisschen die Augen zu öffnen. Ansonsten hat sich heute so ein Kreis geschlossen. Mein erster öffentlicher Auftritt war bei Michael Ziegern beim ersten Photo Friends Event. Und nach all den Jahren und nach all dem, was die letzten Jahre ja passiert ist und ich erleben durfte, konnte, wollte, sitze ich wieder hier und habe da natürlich auch meine Erfahrung mittlerweile gesammelt und Zehntausende von Bildern gemacht. Nicht alle gut, selbstverständlich. Auch nach Hause gekommen wie du, mit nichts. Aber auch manchmal nach Hause gekommen, auch in meiner kleinen Stadt, mit einem überraschenden Bild, wo ich dachte, ach guck, hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, dass ich dich ein bisschen motivieren konnte. Schreib gerne mal, gib mir mal ein Feedback oder auch gleich im persönlichen Gespräch. Ich muss ja immer so ein bisschen zweigleisig denken in dem Video. Ein Feedback, ob du das machst, ob dir das geholfen hat, ob dich das motiviert, wie du die Ideen fandest. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall gutes Gelingen. Ja, und wir werden weiter schön üben für unsere Fotobox. Und jetzt auch noch mal ein interner, wenn das Ding jetzt hier vorbei ist, hätte ich gern ein Getränk, Herr Zigan, besorg mal. Also, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund und ja, wir sehen uns dann in Kürze wieder und ich sag mal, bis dann und bis bald und tschüss.